Herzlich willkommen zum ersten FPÖ-TV-Magazin im neuen Jahr. Wir wünschen Ihnen für 2017 Glück, Gesundheit und viel Erfolg und würden uns freuen, wenn Sie am 14. Jänner das traditionelle Neujahrstreffen der FPÖ besuchen. Um 9 geht's los in der Salzburg Arena am Messezentrum. Unsere Themen heute im Magazin. Österreich entwickelt sich immer mehr zu einem Kriminalitäts-Hotspot. Dies hat auch die Silvesternacht in Innsbruck gezeigt, in der junge Frauen von Asylanten sexuell belästigt wurden. Trotz der dramatischen Entwicklung gibt es nach wie vor zu wenig Polizisten. Dafür kümmern sich die Regierenden verstärkt um angebliche Falschmeldungen, sogenannte Fake News. FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl nennt im FPÖ-TV-Interview die wahren Hintergründe. Und der FPÖ-Parlamentsclub rückt die oft stiefmütterlich behandelte Wissenschaftspolitik in den Mittelpunkt. Bei einer Klausur mit Experten wurden Grundlagen erörtert, die später in ein freiheitliches Regierungsprogramm einfließen sollen. Seit Jahren wird der österreichischen Bevölkerung weisgemacht, dass alles unternommen werde, um die Kriminalität in ihrer Heimat zu senken. Das Problem dabei, genau das Gegenteil ist der Fall. Vor allem in Wien ist die Kriminalität stetig am Steigen. Doch auch im Westen Österreichs spitzt sich die Lage dramatisch zu. In der Silvesternacht soll in Innsbruck eine Gruppe von jungen Männern mindestens 18 Frauen angetanzt und sexuell bedrängt haben. Erst am Dienstag wurde bekannt, dass es sich bei den Tätern von Innsbruck um 6 Afghanen handeln soll, die sich in einem laufenden Asylverfahren befinden. Die jungen Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren sind in unterschiedlichen Flüchtlingsunterkünften in Tirol untergebracht. Besonders kurios, die Verdächtigen laufen weiterhin frei herum und befinden sich wohl wieder in der vom Steuerzahler finanzierten Grundversorgung. Ein trauriger Vorfall, der offenbar System hat. Es zeigt aber auch, dass die Sicherheitspolitik in diesem Land vollständig versagt. Denn es ist eine der Kernaufgaben des Staates, für die öffentliche Sicherheit Verantwortung zu zeigen, diese öffentliche Sicherheit auch gewährleisten zu können. Das ist leider überhaupt nicht der Fall und man kann sich nur auf den Kopf greifen, wenn man sich etwa die jüngsten Äußerungen des Innenministers ansieht, der die Menschen dann auffordert, mehr Zivilcourage in solchen Fällen zu zeigen. Das ist schön und gut, aber Zivilcourage wird nicht die ordnende öffentliche Hand, die für Sicherheit Sorgen hat, ersetzen können. Ein weiteres Problem, das sich hier herauskristallisiert: die meisten ausländischen Straftäter können nicht abgeschoben werden. Erschwert werden die Abschiebungen auch dadurch, dass so manche Asylwerber schon während des Asylverfahrens eine falsche Identität oder ein falsches Alter nannte. Auch der Tunesier, der im Dezember einen Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt verübt hatte, galt bei den Sicherheitsbehörden als islamistischer Gefährder mit unterschiedlichsten Identitäten. Sein Asylgesuch wurde abgelehnt, eine Abschiebung nach Tunesien scheiterte aber am Widerstand seines Heimatlandes. Ein Problem, das auch in Österreich besteht, denn meist fehlt es an Rückführabkommen mit den entsprechenden Staaten. Wenn es auf dem Wege der Europäischen Union nicht geht, dann hat Österreich hier in bilateralen Abkommen aktiv zu werden. Das ist der Kernbereich der Verantwortung des Außenministers und hier ist er seit vielen, vielen Jahren säumig. Und ich warne davor, hier auf die Europäische Union zu warten. Das dauert alles ewig, das dauert alles viel zu lang, diese Zeit haben wir nicht. Vor allem die Bundeshauptstadt Wien hat mit der Untätigkeit der Bundesregierung im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung massiv zu kämpfen. Dies führt dazu, dass sich die Wiener immer unsicherer fühlen. Einer der Gründe ist die Migrationswelle und hier besonders die im Stadtbild sichtbaren jungen Flüchtlinge, die es aufgrund der Sozialleistungen immer öfter nach Wien verschlägt. Zudem haben die in der Öffentlichkeit ausgetragenen Revierkämpfe zuletzt für Unruhen gesorgt. Wir brauchen zum ersten einmal diese Planstellen. 1.500 bis 2.000, sage ich jetzt einmal. 2.000 wäre natürlich das Optimalste im Moment, aber ich wäre schon mal zufrieden, wenn wir 1.500 bekommen. Der zweite Punkt ist, wir brauchen natürlich für die Beamten auch einen Anreiz, damit sie nicht in die Bundesländer gehen nach den Schulen, sondern dass sie auch in Wien und in den Zentralstädten, wo eben die Kriminalität auch sehr hoch ist, bleiben. Im letzten halben Jahr sind die Deliktzahlen in Wien um 2,1% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum angestiegen. Laut einem Bericht der Polizei werden die meisten der insgesamt 114.520 Delikte mit 10,7% im Bezirk Favoriten begangen. Favoriten gilt zudem als gefährlichster Bezirk Österreichs. Unlängst vor ein paar wenigen
Wochen und Monaten ist ein türkischstämmiger Autofahrer durch Favoriten auf dem Gehsteig gerast mit Allahu Akbar rufen. Dann gibt es verschiedene unterschiedliche ethnischen Gruppen, die sich am helllichten Tag eine Massenschlägerei auf offener Straße liefern, dass der öffentliche Verkehr eingestellt werden muss. Und dann gibt es leider natürlich auch eine Zunahme von Sexualdelikten. Während die SPÖ in Wien zurzeit mit internen Machtspielen zu kämpfen hat, trauen sich viele Wiener in den Flächenbezirken nicht mehr auf die Straße. Dauerstreit zwischen Rot und Schwarz, massiver Anstieg der Kriminalität, Rekordarbeitslosigkeit. Die Schlagzeilen sind nicht so günstig für die Regierenden, also muss ein neues Thema her. Fake News sind plötzlich in aller Munde. Glaubt man den etablierten Medien, sind sie hochgefährlich. Warum plötzlich diese Aufregung über etwas, das es immer schon gegeben hat, nämlich falsche Medienberichte? Naja, offenbar haben die Mächtigen, hat das politische System erkannt, dass man die Medienmanipulation nicht mehr so unter Kontrolle hat, wie das früher war. Es ist doch mit den sozialen Medien ein völlig neuer Bereich der Kommunikation entstanden, der sich der staatlichen Kontrolle entzieht. Und wenn man etwas nicht kontrollieren kann, so wie man es vielleicht gewohnt ist, dann ist eine der Tendenzen, die dann entstehen, einfach dahingehend, dass man dieses Medium oder diese Form der Kommunikation verunglimpft. Dann wird freie Information dadurch schlecht gemacht, dass man es als Fake News bezeichnet. Und man vergisst dabei eigentlich ganz, dass die größten Produzenten von Falschnachrichten eigentlich die etablierten Medien selbst sind. Doch genau diese Medien sind es, die besonders engagiert gegen Fake News kämpfen und sich schon als quasi staatliche Kontroll- und Aufklärungseinrichtungen sehen. Ja, wenn man den Bock zum Gärtner machen will, dann muss man es so anlegen. Das ist ja der Treppenwitz des Jahrhunderts, dass diejenigen, die bis jetzt, und zwar relativ unkontrolliert, Fake News in die Welt gesetzt haben, die in vielen Bereichen nicht einmal in der Lage sind, eine Nachricht von einem Kommentar zu trennen und hier sauber journalistisch zu arbeiten, jetzt ausgerechnet die sein sollen, die darüber entscheiden, was Fake News sind und was nicht. Also so wird das nichts werden. Ich glaube, dass dieses Spiel auch von der Bevölkerung durchschaut wird und dass jeder, der sich hier irgendwo dafür hergibt, mitmachen zu wollen in diesem Spiel, letzten Endes auch seine journalistische Legitimation endgültig verliert. Gefordert werden auch schärfere Gesetze oder gar ein Unterrichtsfach gegen Fake News. Es ist interessant, auf die Idee zu kommen, dass die Schule der Ort ist, wo man darüber belehrt werden soll, was wahr ist und was falsch ist. Vor allem vor dem Hintergrund, wenn man sich denkt, wie parteipolitisch durchsetzt auch die Lehrkörper in den verschiedenen Schulen sind. Die Tatsache, dass nämlich politische Indoktrination in den österreichischen Schulen an der Tagesordnung steht, disqualifiziert all diejenigen, die dort dafür zuständig sein sollen, darüber zu entscheiden, was wahr ist und was nicht der Wahrheit entspricht. Ich glaube, die Gesetzeslage ist vollkommen ausreichend. Jeder, der sich heute irgendwie als Opfer von falscher Berichterstattung sieht, hat ausreichend Möglichkeiten, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Das, was den Betreibern dieses Kampfes gegen Fake News hier vorschwebt, ist eine Art staatlicher Zensurbehörde, vor der man nur warnen kann. Geht es also in Wahrheit gar nicht um das Aufzeigen falscher Fakten, sondern um das Unterdrücken falscher Meinungen? Wenn es um falsche Fakten gehen würde, dann müsste man mit den sogenannten etablierten Medien in vielen, vielen Bereichen sehr, sehr hart ins Gericht gehen. Das passiert übrigens genau von diesen Stellen, die jetzt diese Zensurbehörde im Bereich von neuen Medien einrichten wollen, überhaupt nicht. Also es geht um etwas anderes. Es geht um eine Art Zensur. Es geht darum, dass man das zu berichten hat, was den politisch Mächtigen nutzt und dasjenige diskreditiert wird, was sie vielleicht in Frage stellt. Ich glaube, dass jeder Versuch, die Meinungsfreiheit und die verschiedenen Kanäle der Kommunikation einzuschränken, ein Schritt in die vollkommen falsche Richtung ist. Jeder hat die Möglichkeit, sich aus einer Fülle von Informationen seine Informationen herauszusuchen, den Vergleich zu ziehen, sich selbst ein Bild zu machen, aber eine staatlich verordnete Sprachregelung für das, was richtig ist und für das, was falsch, das erinnert an Zeiten, an die wir lieber nicht erinnert werden wollen.
Das bewusste Bewahren und die Weiterentwicklung des Wissensstandes sind in besonderem Maße ein Element unserer Kultur. Damit dies weiter so bleibt, veranstaltete die FPÖ eine Klausur mit hochrangigen Vertretern, um auf der einen Seite die freiheitlichen Standpunkte in der Wissenschaftspolitik weiter zu verbessern und auf der anderen Seite diese auch für eine etwaige Regierungsbeteiligung aufzuwerten. Kernpunkte werden sein, und das ist unumgänglich für uns Freiheitlichen, einen freien Hochschulzugang weiterhin zu gewährleisten. Weiterhin wollen wir natürlich abfedern den enormen Druck, den ausländischen Studenten unserem Bildungssystem auflasten und aufbürden. Unsere Kernforderung, die 600 Millionen Euro an Leistungen, die ausländische Studenten hier konsumieren, von der EU zurückzubekommen, ist auch eine Kernforderung. Trotz der Bemühungen der Freiheitlichen wird Wissenschafts- und Hochschulpolitik von der rot-schwarzen Bundesregierung nicht immer der Stellenwert zugestanden, den man sich wünschen würde. Wenn das Thema Digitalisierung zum Beispiel oder Wissenschaft auf die Tagesordnung des Parlaments kommt, dann ist es ganz hinten und findet vor leeren Auditorium statt. Und das ist das Spiegelbild dieses fehlenden Bewusstseins. Und das schlägt sich dann auch in ungenügender Zurverfügungstellung von monetären Ressourcen nieder. Schon unter der damaligen schwarz-blauen Bundesregierung hat sich die FPÖ bemüht, die Beziehung zwischen der Wissenschaft und der Politik zu verbessern. Hierzu wurde der Österreichische Wissenschaftsrat errichtet, der den zuständigen Minister in allen Fragen, die das Universitäts- und Wissenschaftssystem betreffen, berät. Ich glaube, Österreich ist eines der Länder in Europa, wo öffentliche Universitäten am bedeutendsten sind. Auch schon deshalb, weil die öffentliche Hand praktisch alleine die Universität regiert. Und insofern ist es eine extrem wichtige Komponente unserer Gesellschaft. Ich glaube, so wichtig ist hervorzuheben, was für eine Bedeutung wir da haben in diesem Kontext. Und unsere Bedeutung ist grundsätzlich die Beratung des Ministeriums in Wissenschaftsfragen generell. Also in der Hoffnung natürlich, dass durch die kundige Beratung von Wissenschaftlern auch das Ministerium die richtige Entscheidung trifft. Entscheidungen, die leider nicht zugunsten aller Studenten ausfallen. Seit über 70 Jahren werden Studenten etwa zwangsverpflichtet, Mitglied bei der österreichischen Hochschülerschaft zu sein. Diese hat in der Vergangenheit jedoch mit teils fragwürdigen Aktionen auf sich aufmerksam gemacht. Fragwürdig ist auch die Forderung der Rektorin der Wirtschaftsuniversität. Sie wünscht sich, dass die Matura nicht mehr als Studienvoraussetzung ausreichen soll, sondern man auch ein zivilgesellschaftliches Engagement vorweisen muss. Wir lehnen ab, diese Gesinnungsschnüffelei an den Universitäten. Das sind die ersten Schritte, die hier kommen, durch die Hintertür sehr sympathisch vielleicht vorgetragen. Aber de facto ist es eine enorme Gefahr, dass man in Österreich einen Gesinnungsaufnahmetest macht. Das heißt, nur mehr die, die eine gewisse ideologische Bandbreite aufweisen, werden genommen und alle anderen ausselektiert. Da werden wir mit aller Macht und aller unserer zur Verfügung Gebote stehenden Mittel dagegen ankämpfen. Die FPÖ wird sich auch in Zukunft für ein modernes und nachhaltiges Universitätensystem einsetzen. Das war's für heute. Nächsten Donnerstag gibt's das nächste FPÖ-TV-Magazin. Auf Wiedersehen.